Gut. Oh, guck mal hier. Flora, Chuchut und die anderen. So, okay. Ja, also in letzter Zeit Skyvania auf jeden Fall deutlich besser geworden. Wir haben einiges an Progress gesehen. Letztes Mal das Silberbracket gewonnen. Was auf jeden Fall eine Aufgabe ist, gegen seinen Kollegen von Via. Und zwar Momo, der hier heute auch ist. Momo hat es durchaus schon geschafft, 9. Platz zu werden. Ich glaube, Skyvania ist noch nicht in die Top 12 gekommen. Okay, das ist schon der erste Stock. 18% erst. Also im Moment läuft es perfekt. Auf dem Weg zu einem 3-Stock. Fate Faulig muss hier jetzt unbedingt irgendwie Prozente machen. Also alleine zu traden wird nicht reichen. Aber ja, genau sowas. Einfach damit. Weil jetzt im Moment ist das Problem von... Oh, schön gemacht von Fred Faulig. Hier mit dem F-Smash und gleich das Ganze aus. Wichtiger Stock gerade gewesen. Oh, aber hier Revenge. Und wieder ein Stock-Lead. Aber das ist jetzt der eine Stock, ist schon auf jeden Fall... macht einen Unterschied. Oh. Oh, Beisel Junior mit der Twitter-Kombo. Sauber. Schön. Sehr gut. Ja, vorbildliche Beisel-Aktion hier gerade gewesen auf jeden Fall. Das kann man mal auf Twitter posten. Jetzt ist natürlich die Frage bei Flora, Chuchut und die anderen, wen man da ins Rennen holt. Ob, wir waren da noch in dem Team. Kalinki? Nee, Akkusativ. Ob Akkusativ oder Chuchut. Und dafür habe ich jetzt meinen Commentary-Partner auch wieder. Der Faulige ist wieder zurück. Schön, das Stock Faulige geholt. Commentary. Ja, der, ja. Das ging schnell. Auf einmal zack, zack und F-Smash weg. Also, ich muss sagen, der eine Kill, den ich gemacht habe, zuerst bin ich die ganze Zeit richtig, richtig hart am Verlieren gewesen und auf einmal hatte ich einmal Advantage und habe ich da auch gecapitalized. Mhm. Ich habe einen Stock abgezogen. Das ist für den Lowest Seed. Nee, ich glaube Slicer ist unter mir geseedet. Aber für den zweit Lowest Seed, für den Fred Faulig, den legendären 8% Winrate. solide nennt man das. Ja, heute, hey, wenn wir BO5 machen, Pools, dann hast du auf jeden Fall die Chance, hier ein bisschen die Winrate hoch zu pushen. Ja, auf jeden Fall. Immer doch. Ich habe ja nur Justin und Flora in meinem Pool. Wer noch? Justin, Flora, PA, wer ist noch da? Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Ich weiß aber, Slice hat tatsächlich auch in meinem Pool. Okay. Die Begegnung? Mal gucken. Ist tatsächlich ein Money-Match. Wurde drauf gewettet, 5 Euro. Ah, okay. Einmal 5 Euro von Marvel, von Kalinki zu mir. Und nochmal 5 Euro von Akku zu Slicer. Er hat ihn tatsächlich auch die letzten paar Tage hat er ihn hart trainiert. Ich habe eben schon gehört, so, ja, Coaching, da ja. Wir hier coachen und so. Ich hab letzte Nacht bei Kalinki übernachtet und wir haben die ein bisschen im Discord bespäht, wie sie da gespielt haben. Aha. Mhm. Die 10 Stunden gegen die 600 Stunden. Ja, ey, vielleicht Twitter-Kombo. Die Zeit Twitter-Kombo. Wie wir eben hier schon gesehen haben von Skyvania übrigens, der hier auch den ersten Stock von Akkusativ holt. Ja. Aber der ist Dose. Gar nicht so weit weg auf jeden Fall. Und Update! Downbe disabled ist auch sehr cool. Okay, also damit hat Skyvania schon mal 4 Stocks geholt. Ist auf jeden Fall eine gute Leistung. Oh, die Super Armor. Oh, schöner Kombo-Starter. Ah, geshieldet. Wenn man gegen Duck Hunt spielt, muss man auf jeden Fall die Plattform zu nutzen wissen. Immer schön so eine Ecke drunter stehen. Wenn du einen bestimmten Winkel hast, kann er dich nicht treffen, außer mach den Low und dann kannst du das Ding halt wegschilden. Dann ist es nicht mehr da.
Ansonsten ist es so nervig, wenn das Teil die ganze Zeit oben ist. Du kannst nicht auf ihn zulaufen. Du verlierst Stage Control. Als ich Smash Ultimate neu angefangen habe, dachte ich, dass King K. Rool einfach der beste Charakter ist, weil ich gar nicht wusste, wie ich sein Abbiegen punishen soll. Mit diesem scheiß Propeller. Also gerade wenn man wenn man irgendwie sowas wie Lucina spielt oder sowas, kannst du ihn halt checkmaten. Genau. Wenn du ihn einmal offstage hast. Oh, nicht gesaugt. Aber. Schön. Er recovered noch. Aber ich glaube, da holt leider Vania nichts mehr so wirklich. Ja, nee. Okay, ein Stock, Akku. Gut. Wer ist noch in dem anderen Team drin? Splash Mage, Scorpion. Ja, Splash Mage und Scorpion. Scorpion. Hat sie uns. Kaliki? Kurumi. Kurumi ist nicht da. Ist er nicht? Warte. Oder. Nee, ich hab ihn verwechselt, mein Fehler. Ich hab keine Ahnung. Ich kann es nicht sehen, aber wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Ja. Ich denke, dass die so eine Liste oder so. Ein bisschen chillen. Obwohl, nee, da ist Scorpion. Mit der Chain on. Der Drip. Okay. Bayonetta. Bayofeta. Na, wer wird gepickt? Ich sag Pac-Man. Pac-Man? Ja. Ja, Scorpion hat ja das ganze Roster als Pool. Ja, basically. Opalu, okay. Opalu. Jetzt muss er einmal zeigen, wie ein Palu tatsächlich spielt. Ja, mal gucken, ob Akkusativ hier noch einen Stock holen kann. Erstmal natürlich die Stocks verlieren. Vergesse ich immer anfangs. Ich gehe dann immer direkt aggressiv drauf. So. Na, schauen wir doch mal. First Blood. Der Akku. Oh, schön durchgeschildert, die eine, aber jetzt zu viel. In der Waschmaschine. Die Waschmaschine. Oh, weiter geht's. Im zweiten Waschgang. Oh. Oh. Ja, die Cross-Ups. Schön. Wow, einfach direkt mit dem Grab. Schön, noch eine. Das ist guter Damage hier für Akku. Schön. 69%. Alles möglich. Muss ja nicht mehr viel machen. Also ich meine, mit dem Downthrow und sowas. Der hat ja auf jeden Fall schon Kill-Setups, die früh killen können. Dieser eine Stock würde auf jeden Fall auch sehr weiterhelfen. Ich finde Projektile gegen Palu, also gerade die Kanonenkugel ist halt ein bisschen... Ja, okay. Oh, falsche DI. Gutes Match. Da hat nicht mal das Game gecheckt, dass er sterben würde. Ja. Normalerweise würdest du eine Kill-Animation haben, aber das war so... Oh. Ja, war okay, ja. Verpasst. Funktioniert halt. Gut. Das heißt, Scorpion hier weiterhin mit 3 Stocks. 3 Stocks weniger für Team Flora, Chuchut und die anderen. Ich denke mal, Chuchut werden wir jetzt ja auch sehen. Vielleicht aber auch Flora. Ja. Flora kennt Scorpion. Ich weiß nicht ganz deren Spread quasi, aber ich würde mich aus dem Fenster nehmen und sagen, dass Flora wahrscheinlich einen positiven Count gegen Scorpion hat. Ich wüsste nicht, dass Scorpion hier jemals gewonnen hat, aber... Ja, komm, auf Squidward Chokes. Oh ja, Squidward Chokes, aber die zweite, weil die erste war so gut, man braucht einen zweiten Teil. Okay, gucken wir nochmal, 12:20. Zweites. Man startet nochmal Pool? Um 13 Uhr. Ach so, da haben wir noch 40 Minuten, das geht auch noch dick. Ah, Chachat mit dem Pikachu. Okay. Keine Ahnung, was man zu dem Matchup sagen kann. Nee, ich glaube, das ist. Also, ich kann mir vorstellen, dass es relativ even ist, tatsächlich. Mhm. Oh. Oh, schön. Aber auch direkt schön. Mit den Neutral Airs. Ein bisschen Palutena die eigene Medizin geben. Mhm. Fällt mir. Oh. Ja, und da kommt schon wieder. Ja, die Air Dodges sind meistens nicht so nützlich, weil du dann im Endeffekt einfach nur in das nächste Setup reinrennst, ne? Ah, die Sprünge offstage, onstage, das sind halt so Greed-Momente, die man halt punishen kann. Ah, schon wieder?
Ja. Oh, mit dem F-Smash. Das Scorpion auch bewusst. Die greedy Onstage-Sprünge. Man darf sich nicht zu viel erlauben. Mit dem in dem Fall, wenn du in der Situation bist, waste den Sprung nicht, sondern geh einfach an die Edge. Oder geh smart on stage. Aber wenn du deinen Sprung wastest, dann bist du danach ziemlich limitiert. Oh. Seid ihr gerade reflektiert? Ja. Das ist ja unfassbar. Oh, und jetzt hat er ihn rausgebaitet. Ich glaube, da hättest du für einen stärkeren Punish gehen können. Ja, okay, ja. F-Smash. Oh, Cha-Cha. El Presidente. Und Spiky? Ja, nicht schlecht. Oh, fast gekillt. Wir haben wieder kurz gesehen, dass Pikachu in diesem Spiel keine Knochen besitzt. Oh. Was geht da für ein Spike? Nee. Doch, da war... Oh, da war der Versuch auf jeden Fall. 39%. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um zu killen. Na, Dash Attack zum Beispiel. Oh. Aber nicht die Dash Attack auf Shield. Nicht den faulig Spezial. Ab er? Ab er killt ja schon fast. Oh, sehr aggressiv. Oh. Aber, ja. Er hat einfach nicht doppelt die gemacht. So, wenigstens mit hohen Prozenten. Ja, okay. Yeah, okay, Down Smash. Das killt nicht! 186% und das killt nicht? Ich meine, ich weiß, dass Pikachu jetzt nicht die Kill Pressure des Jahres hat, aber komm schon. Ja, das war gerade crazy. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und Chuchu denkt sich ja auch so, ich muss jetzt irgendwie den Kill bekommen. Okay. Schafft er auch. Mit Down Air. So, also, soweit ich weiß, ist Scorpion eine zweite aus diesem. Ja, also ein 7 stimmt schon mal. Bei der anderen ist aber schon 4, ne? 4 Stocks. 7-4 steht's, glaube ich. Ja. Ich finde es aber toll, dass die Spieler zum großen Teil einfach lachen und eine gute Zeit haben. Ja, das ist wichtig. Das Side-Event wird ja eh natürlich nicht so ernst genommen. Mhm. Aber es ist immer was ganz anderes, das so zu sehen. Gerade wichtig, glaube ich auch. Ja. Auch in einem Turniersetting. Auch wenn man in einem Turnier ist, zu ernst nehmen, sollte man das nicht, weil dann wird das Mindset so negativ, wenn man mal nicht so gut performt. Und genau. Das hilft niemandem. Oh. Sand Interaction. Außer wenn man lustig raged, das hilft den anderen. Ja, außer wenn man irgendwie Controller schmeißt oder ja. Irgendwie sowas. Also in meiner aktiven Laufbahn als Turnierspieler war es immer so, wenn ich sehe, dass mein Gegner irgendwie so mental in einem schlechten Platz ist, also immer so. Ja, ja. Oder ja. Wo du so merkst, oh, okay, also der Platz gleich. Habe ich immer extra noch ein bisschen mehr also in-game so gepusht und einfach so gemerkt, so okay, jetzt kann ich einfach komplett auf Aggression schalten und der wird einfach fehlen. Der wird einfach brechen. Ja, genau. Also bei sowas denke ich immer so, okay, das war's. GG's. Ich denke, das funktioniert am besten, wenn man Sauna spielt. Einfach nur, weil du dann da sitzt und denkst, Alter, spiel das Spiel. Ja. Deswegen wundert es mich eigentlich, ich habe im Bracket noch nie gegen den Richter oder Oliver Kahn gespielt. Ja. Wie heißt der? Simon. Ja, Simon. Genau. Oliver Kahn. Ja, der sieht immer für mich einfach so aus wie Oliver Kahn, wenn er sich eine Dauerwelle macht. Ja. Ja, aber der Char hat sehr viel Potenzial, Leute einfach wegzuschießen. Was ist, also ich bin sehr froh, dass ich noch nie gegen einen guten Richter oder Simon spielen musste. Ich stell's mir auch richtig schwierig vor. Okay, letzten 3 Stocks jetzt. Nee, aber das ist bei 7, ne? 7-3. Weil Scorpion ja noch auf einem Stock ist. Nee, auf 2. Also 8-3. Oh, okay. Ja, das könnte schwierig werden. Also ich bin mal gespannt jetzt auf die Performance von Flora. Flora kennt Scorpion sehr gut. Ja. Ich spiele also erstmal gegeneinander und ich denke auch mal, dass das jetzt erstmal dieses Matchup hat. Scorpion auf jeden Fall auch schon einer von den Guten. Allerdings Flora auf jeden Fall deutlich mehr consistent. Scorpion mehr so Gatekeeper, der Top 8 kommt und wenn genau. Nicht und ist dann meistens so ein 9. Platz. Hat ja aber auch schon mal den 7. und 5. glaube ich gemacht. Also auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich würde aber schon sagen, dass Flora schon nochmal ein Level höher ist. Aber jetzt im Moment, Flora versucht super defensiv zu spielen und alles perfekt zu machen, aber bisher
ist sie noch nicht einmal durchgekommen. Das sollte man Scorpion hier gerade auf jeden Fall zugute halten. Macht das hier sehr gut gerade. Ja. Guck mal, wie defensiv. Also wirklich. Also das muss ja auch gehen. Du musst ja erstmal den ganzen Stock Lead musst du erstmal irgendwie rauskriegen. Mhm. Auf den Gordo. So, Scott hier. F-Tilt. Palu ist schon einfach der bessere Charakter. Ja. Aber du musst auch gut genug sein und ich finde praktisch dieses Potenzial aus dem Charakter rausholen. Ich finde auch dieses bessere Charakter-Ding. Finde ich bei Smash immer ein bisschen kritisch, weil. Ja. Also, ich bin natürlich nur der Fred Faulig. Aber ich finde, dass Smash ein sehr, sehr gebalancedes Spiel ist und bis auf wirklich, also Bottom, ja eigentlich nur Ganondorf, ist das Spiel wirklich sehr balanced. Ja, also von einem Dr. Mario hätte ich noch Angst. Ganondorf ist halt so, ja gut, ja, also ja, du wirst mich vielleicht wirst du mich mit dem F-Smash treffen, weil ich auch gar keinen Bock habe, gegen so einen Charakter super fucking ernst zu spielen, aber. Also ich meine, bei Ganondorf kannst du auch so einfach die ganzen Movement Options, die er hat, genau deswegen kannst du ja exploiten, weil er gefühlt nichts hat. Mhm. Ja, und einfach Offstage, ne? Da kommt ja gar nichts. Ja. Also bei Ganondorf ist immer so, oh, ich muss genau diese Bahn jetzt recovern, mhm, weil ich sonst einfach sterbe, einfach runterfall. Ja. Bei 100 von einem Wurf. Genau. Also wenn du da Würfe hast, die ein bisschen zu weit seitlich irgendwie angeln, und GG's. Da hättest du dem Charakter wirklich einfach die Side-B geben können, ohne dann in Freefall zu kommen. Ja. Dann kann er auch danach noch springen, so. Kannst du voll machen. So wie Little Mac oder so. Ja, deswegen finde ich halt, das Spiel ist sehr gebalanced. Ja. Es gibt halt nur diese beiden Extremen auf der Tierlist. Einmal Steve, weil er einfach wortwörtlich gebroken Charakter ist. Weil er funktioniert einfach teilweise nicht so, wie er soll. Ne? God Mode oder wie dieser Glitch heißt, der benutzt werden kann, um Hits dann zu canceln. Und Ganondorf. Okay. So, schön. Aber da dann mit dem Back ja auch wieder rausgeholt. Ja, jetzt halt nur noch ein Stock, ne? Das heißt, 7 Stocks mit einem Stock holen. Da bin ich mal gespannt. Ja, wollen wir mal gucken hier. Das ist wie eine Löwenzahn-Episode. Wieso? weil wir uns jetzt erkunden. Ah. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich weiß nur noch, das war cool. Aber. Ich weiß nicht mehr, was das passiert ist, aber war schon. Ich meine, das ist so ein Dude, der im Wohnwagen lebt und sich so seine Sachen selbst baut. Ja. Und er war auch nicht so, er war auch nicht so respektlos wie Willi bei Willi Wills ist. Der war respektlos. Also er ist an eine Schule für G-eingeschränkte Kinder gegangen. Dann meinte er, sitzen die da alle im Rollstuhl und er meint so, ja, wisst ihr, es gibt einen essentiellen Unterschied zwischen mir und euch. Und er steht so von seinem Stuhl auf und geht einmal im Raum rum. Wortlos. Wirklich? Ja, das macht er. What the fuck? Es ist halt darum ausgelegt, dass wirklich kleine Kinder das ja noch verstehen können, aber das ist, also, sie hätten es doch ja besser umsetzen können. Einfach pushen. Ja. Oh Mann. Okay. So. Inzwischen hat. Also ich meine, dann möchte ich das Matchup auch mal im Bracket sehen, ne? Weil das ja. Jetzt gerade. Jetzt ist es ziemlich klar. Scorpion hat da echt noch viel rausgeholt. Mhm. Okay, ob man jetzt 70% Unterschied als close ansehen kann, aber. Fast 18. Hat auf jeden Fall seinen Soll getan. Könnte hier sogar noch gewinnen, wenn er einfach so weiterspielt. Und weg. Okay, da haben wir das auch schon gehabt. Was ein Finale für dieses Match. Gut. 6-1. Ja. So, wer kommt jetzt? Nicht jetzt direkt Splash Mage. Flora Chatschat und die anderen. Chatschat hat gut genug Ergebnisse gemacht. Er ist jetzt auch in den Namen reingekommen. Ah, JL Musician. Ich glaube, so spricht man ihn aus, oder? Ja, keine Ahnung. Auch gut. Auch ist, gut. Ist, glaube ich, Top 12 gekommen letztes Mal. Oder vorletztes Mal. Hat auf jeden Fall besser performt. Also so ungefähr auf dem Level von Scouty. Ein bisschen drüber vielleicht. Ah, kommt drauf an, wie er gespielt hat. Ich habe das Game nicht gesehen. Aber so von den Ergebnissen her... Schon 9. bis 13. Platz, 9. bis 12. Platz. Setzt man sich ja genug mit auseinander als TO. Oh,
Oh. Hauro. Fast Justin weggemacht, aber ich weiß nicht, ob das der Justin war, weil... Es war Justin mit einem Dollarzeichen. Genau. So, sind wir Special Stuff, Tilt-Stick, ne? Aber Sick Jump Off. Wo wir vorhin schon bei so tiltenden Gegnern und so waren, ich frag mich, wie meine Gegner immer reagieren, wenn sie halt mich sehen. Und ich hab halt, ich krieg voll aufs Fressbrett, aber ich hab einfach eine gute Zeit dabei. Ich freue mich irgendwie auch, wenn ich... Also ich meine, vorhin habe ich einen kompletten Throw hingelegt. 200% fast Zero to Death und dann habe ich einfach zweimal Steeds. Mein Gegner auf 200% chillt. Das ist auf jeden Fall die richtige... Handlungsweise, ja. Ja. Weiß aber nicht, ob es wirklich was bringt, wenn man halt im Endeffekt trotzdem nicht wirklich weiterkommt. Du meinst jetzt so spielerisch oder ja, im Bracket? Ja, deswegen werde ich ja auch bald Charaktere wechseln. Ich habe jetzt nur Palu genommen, weil Flora mir das gesagt hat. Und ich höre natürlich auf den Highest Seed in meiner Crew. aber an sich bin ich tatsächlich momentan sehr stark am Roy spielen und werde ihn wahrscheinlich jetzt auch in den Pools spielen. Okay. Ich habe das Gefühl, ich komme mit dem Charakter weiter. Meine Edge Guards sehen auch viel besser aus mit dem Charakter. Ist natürlich ein schnellerer Charakter dann. Ja. Was war der andere nochmal? Terry. Ja, ich spiele Palu und Terry. Aber ich weiß nicht, an Terry habe ich mich so ein bisschen satt gespielt einfach. Und Palu macht mir einfach nicht so viel Spaß so inzwischen. Und Roy ist irgendwie, ich glaube, Roy ist halt gut, weil er ist mehr so Fundies basierend. und auch wenn er eigentlich nicht so jetzt der beste Charakter aller Zeiten ist. Mir gefällt dieser Rushdown-Playstyle. Mhm, und, macht Spaß. Ja, ich habe auf jeden Fall auch gestern, als ich noch ein bisschen gegen Kalinki gespielt habe, sah das unfassbar gut gegen ihn aus tatsächlich. Ich habe. Oh, okay. Oh. Das war aber ein Fauliger-Move da gerade. Keine Lust auf Arsene. Oh. Wer braucht Arsene? Oh, schon? Das hätte der Spike sein können tatsächlich. Der Spike! Okay, der letzte ist aber Splash Mage, ne? Ja, das kannst du mir nicht vorstellen. Aber wenn das Team schlau ist, dann feiern sie ihn an, dass er Game Watch spielt oder irgendwas nicht sein Mainiges. Aber hey, Flora hat sich letztes Mal Cruz darüber beschwert, dass sie nicht genug spielen durfte. Das ist jetzt auf jeden Fall anders. Ja, also halt auch, das ist die größte Patience, die man überhaupt haben kann, basically. Ne? Das ja. ist so defensiv wie möglich. Die Frage, ob das die richtige Einstellung ist, vielleicht wäre es sogar besser, aggressiv oh, für den Jump-Read ist sie gegangen, aber allein ist sie oh, back air. Okay. Gordo, Dash-Attack. Ah, rausgekommen. Get-Up-Attack. Das war gefährlich. Mal sehen, ob wir hier noch ein Game sehen können. 120%, ja, ist halt so Stunny für DDD, aber wenn Arsene da ist, ne, ist nochmal eine andere... Ich glaube, jetzt sind wir auf Max Rage. Ja, auf 250, oder? 250 Max Rage. Jetzt sind wir auf Max Rage. Okay, kommt hier von der Edge weg. Man sieht nicht so... Oh! Ether! Mit ja. dem Abi. Up-Air, mein Ritter. So, jetzt heißt es irgendwie Offstage springen. Also für mich zumindest würde das heißen Sprungclown, genau. Genau. Und jetzt. Oh! Oh! Clean the Stock! So crazy. Sehr schön gespielt. Geile Sache, geile Sache. Ja, richtig gut. Die Pressure draufgesetzt, komplett kein Raum zum Atmen gegeben. Ja, schlau, genau so. Das muss der Gameplan sein. Das und muss jetzt, der Gameplan sein. Offstage, Sprungclown, raufhauen. Genau, das muss ich dann auch mit Roy machen. Kann man, ja. Ja, du musst, also mit Roy darfst du halt, ne, komplett rushhauen und darfst dem Gegner keinen Raum geben. Das Einzige, was mit Roy so ein bisschen das Ding ist, du machst halt näher aufs Schild. Sehr, sehr häufig. Also musst auf jeden Fall Alternativen haben. Ich glaube, du kannst fair machen und dann nochmal springen, ne? Ja. Genau, bevor du auf den Boden kommst. Also du musst auf jeden Fall so ein bisschen mix-upen, wie du genau aufs Schild gehst, ob du jetzt einen Nair machst und dann aber außerhalb der Grab-Range bist und dann nochmal Jab hinterher machen kannst oder die Nair und dein Cross-Up. Ballert so rein. Mhm. Da muss man dann gucken. Welcher Char? Oh ja, Ridley? Das finde ich sehr, sehr gut. Aber drei Stocks, also
Drei Stocks Ridley gegen DDD. Puh, okay, das wird's. Wird's dann nochmal spannend hier. Das ist jetzt der wievielte Stock, den Flora geholt hat? Ach, keine Ahnung. Bestimmt der sechste? Fünfte? Schauen wir uns das nochmal an. Direkt mit einem Parry rein. Niedrig das Shield schon war. Ja. So. Ja. So, oder? Haben Flora und Splash Mage schon öfters gegeneinander gespielt? Ich weiß, ja, also das ist, die sind halt so vom Seed her praktisch die so dritter, vierter. Mhm. Dritter bis fünfter Seed, da sind die immer dabei. Verstehe. Eine Zeit lang war Flora immer ein bisschen vorne. Jetzt im Moment ist Splash Mage ein bisschen vorne. Wenn Beißel nicht da ist, so zweiter Platz ungefähr nach SDN. Mit Beißel so dritter Platz. Und Flora immer vierter, fünfter, also auch zeitweise dritter Platz hier. Also vom Ding her, ne? Also ich weiß nicht, das ist jetzt halt der Ridley, ne? Den Ridley kenne ich bei ihm nicht. Ja. Aber es ist möglich auf jeden Fall für Flora hier. Schon mal der erste. Mit dem Back Air. Okay, 50% noch zwei Stocks. 60. Holt Flora hier doch noch ein. 80%. Sieht langsam echt ein bisschen eng aus. 90. Kai wäre ja auch lustig, ne? Wenn, ja. wenn jetzt Flora gewinnt und dann irgendein Name gegen Slicer die Homies. Ja. Gewinnt, dann wäre es Tide. Also, ich ja auch schon Lust drauf. So, gucken wir mal. Oh! Oh, tschüss. Nee. Oh, doch nicht. Das DI aus dem Side B, aber ich glaube, das ist, ist halt Disadvantages. Ne? Das ist nicht schön. Fire. Okay. Aber wird das jetzt hier wirklich hier drei Stück hat? Ich sehe doch später schon den Twitter-Post von Flora. Die wird sich beschweren. Oh. Also auch im Disadvantage Flora schafft bleibt ja immer strong, so, ja, so strong. Ein bisschen Damage zu machen, einfach ein bisschen weiter aufzuholen. 200%. Aber ist halt doch halt recht, jetzt killt alles. Oh! Oh. Okay. Komm, jetzt, komm. Der Kill muss jetzt kommen halt. Oh. Nein! Oh. Oh, schade. Mit dem F-Tilt. Ja, so kann es laufen. 2-1. Upsmash. Also hier für Team irgendein Name. Mhm. Schaffen hier den, ja, das war kein Upset. Die ne? holen also. Das ab, also. Tut das auch echt leid für Flora, dass die jetzt leider so ein Silver Swamp-Team bekommen hat. Aber das ist der Zufall. Das ist der Zufall. Und wer Fred Faulich hat, ist destined to lose. Ich brauche schon irgendwie SDN.